Wo denkst du oder wo schlägst du vor, wo das Leben beginnt? Ist es im Mutterleib? Ist es, wenn du entbunden wirst? Ist es, wann geht die Seele in den Körper hinein? Jetzt nimmst du Dinge an. Nun ja, ich habe gehört von verschiedenen, ich meine, was auch immer mein Lernen und meine Konditionierung, wie du es nennen kannst. Nun spreche ich über dich und mich und die Menschen hier. Nun bringst du eine weitere Person namens Seele. Lass uns das Wort Leben benutzen, weil das Wort Seele zu stark belastet ist. Du weißt, die Menschen finden Seelenverwandte. Es ist sehr klar. Es ist sehr, sehr klar. Dein Körper braucht einen Partner. Dein Geist braucht vielleicht einen Partner. Aber deine Seele, wenn sie vollkommen ist, wird sie definitiv keinen Partner brauchen, nicht wahr? Aber so viele Dinge, lass es uns Leben nennen. Es ist ein weniger belastetes Wort. Weil sich das Leben auf den Körper nicht einfach so einlässt. Es geschieht als ein Prozess. Wenn eine Frau oder eine Mutter schwanger wird, kommen zwei kleine Zellen zusammen, werden dann buchstäblich ein Fleischklumpen. Damit dieser Fleischklumpen ein Leben wird, ist es irgendwann zwischen 40 und 48 Tagen nach der Empfängnis, dass der Lebensprozess eintritt. Ich weiß nicht, was die medizinische Meinung ist. Gibt es irgendwelche Ärzte hier? Okay. Okay. Alles klar. Ich sage dies aus meiner persönlichen Erfahrung. Es sind 40 bis 48 Tage, das ist der Zeitraum, in dem du eintrittst. Es gibt einige Leben, die später eintreten. Angenommen, Zhao, das ist etwas, das eine Frau oder eine Mutter fühlen könnte, wenn wir sie ein bisschen schulen. Wenn sie sieht, dass ein Leben nach 48 Tagen eingetreten ist, dann gebierst du jemand wirklich Besonderen. Denn dieses Leben braucht Zeit, um sich einzugewöhnen. Ein phänomenales Leben ist unterwegs. Du hast gehört, jemand sieht, du weißt, Gautamas Mutter und dieser Mann sagt, du wirst ein phänomenales Leben gebären. Jemand blickt Yashoda an und sagt zu der Mutter, du gebierst ein phänomenales Leben. Das ist lediglich, weil, wenn du nach 48 Tagen der Empfängnis feststellst, dass noch kein Leben eingetreten ist, es aber etwas später eintritt, bedeutet das, du erwartest ein phänomenales Wesen. Warum ist es so, wenn ich in diese Feinheiten gehe, wird es dich irgendwo hinbringen, aber ein normales Leben tritt irgendwann zwischen 40 und 48 Tagen ein. Jetzt danach, aus irgendeinem Grund, letzten Endes ist die Gebärmutter eine Fertigungseinheit dieses Körpers. Aus irgendeinem Grund, wenn sich der Körper für dieses Leben nicht passend geformt hat, oder für irgendein Leben, dann entscheidet das Leben zu gehen, bevor es geboren wird. Also ist das ein totgeborenes Baby. Oder manchmal wegen irgendwelcher Zwänge mag eine Mutter wählen, das Kind abzutreiben. Das ist eine andere Form der Sache. Aber bei diesen Dingen beginnt die Verbindung mit dem Körper für dieses Leben in der Tat irgendwann zwischen 84 bis 90 Tagen. Das ist, wenn sich das Leben wirklich verbindet. Bis dahin ist es am Umhersuchen. Es schaut, ob dies geeignet ist, ob dieser Mutterleib der richtige Ort ist. Das ist keine bewusste Sache, es ist eine unbewusste, nach Neigung. Es schaut, ob es passt, gemäß den Neigungen. Das passende Wort dafür ist, wir nennen es traditionell Vasanas. Abhängig von deinem Vasana bist du auf der Suche nach einem geeigneten Körper. Obwohl es also teilweise verbunden ist, kann es vor dem 90. Tag noch gehen. Zwischen dem 84. und 90. Tag wird das Leben richtig eingebunden. Ab dann ist es ein richtiges Baby. Ab dann ist es ein richtiges Leben.